Wir sind nicht beim Burj Al Arab in Dubai, sondern in Großbritannien, und hier fischen wir die Sea Angling Classics, und zwar für Panthenius. Es geht auf verschiedene Haiarten, Rochen und so weiter. Seid gespannt, seid mit dabei. Diese Folgen werden richtig spannend. Voll geil. Ob am Fluss, am Meer oder Teich, der Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Mit einem englischen Taxi, schaut mal. Hierher zum Flughafen. Wir sind da. Los geht's. Jetzt wird eingescheckt. Eine Riesenschlange. Es soll ja im Moment die Hölle los sein am Flughafen, deswegen sind wir auch extrem früh da. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ich melde mich später, wenn wir denn eingescheckt haben. Da sind sie ja schon, die Koffer. Wir sind gelandet. Alles einwandfrei geklappt. Ja, und jetzt sind wir in England und gucken jetzt mal, ob wir mit der Bahn fahren. Mit der Bahn würden wir 2,5 Stunden brauchen, müssen 3-mal umsteigen. Und das mit den langen Routen und dem ganzen Gepäck. Vielleicht nehmen wir uns ein Taxi oder wir mieten uns ein Auto und fahren mal auf der linken Seite. Mal gucken. Wir gucken mal, was gleich geht. Mein Gott, was für ein Stress. Wir haben versucht, ein Taxi zu kriegen. Dadurch, dass wir aber diese großen, langen Routenrohre haben, wurden wir nicht mit dem Taxi mitgenommen, weil hier nichts auf dem Sitz liegen darf. Jetzt haben wir uns abgehetzt, sitzen in der U-Bahn und dann von da aus geht es dann weiter Richtung Meer. Ja, alles zappelt schon. Ja, alle sind auf dem Weg. Mahlzeit. Die Nerven liegen blank. Wir haben es geschafft. Jetzt werden hier vom Bahnhof unsere Koffer abgeholt. Dankeschön für den Shuttle-Service, und dann laufen wir die letzten 16 Minuten zum Hotel, checken ein, dann wird erstmal umgezogen, es ist hier super warm. Was haben wir bitte für ein geiles Wetter? Ich dachte, in England regnet es immer. Nee, heute nicht. Die Sonne lacht. Wir sind in Southmouth angekommen und hier sind auch die ganzen anderen Teilnehmer schon fleißig dabei, sich vorzubereiten. Es geht morgen auf 5 verschiedene Fischarten: Rochen, Brassen, Wolfbarsch, Hundshai und Taub, wovon je die 3 größten gezählt werden. Also ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich überhaupt einen Fisch fange. Es wäre ganz cool, einen Hai zu fangen. Mal schauen. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf den Weg, denn es geht zur Eröffnungsparade. Hier wird einiges fürs Angeln aufgetischt. Das war gerade der Chef, der sogar die WPC in Holland veranstaltet. Also wirklich eine Riesenveranstaltung, eine Riesenorganisation, die dahinter steckt, und wir mittendrin. Ein Menschenauflauf, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ja, wir sind hier so geflasht. Ja. Super krass, oder? Ja, und jetzt laufen wir noch in einer Parade und das geht jetzt gleich los mit Trompeten und so voran. Also das ist hier wirklich was anderes als in Deutschland. Ein Riesending. Wahnsinn, Wahnsinn. Hört, jetzt geht die Musik los, die Parade startet und jetzt laufen wir mal zum Hafen. Geile Nummer, sprach der Hummer. Ich bin der Basti und ich bin auch dabei. Hier wird ein bisschen getrunken, es gibt gleich ein bisschen was zu essen, und das Geilste eigentlich hier oben ist, es gibt einen Fußboden aus Glas, wo man nach, ja, ziemlich weit nach unten gucken kann. Wollen wir mal schauen. Good morning, wir haben ausgeschlafen. Heute beginnt der Tag, wo wir das Probefischen machen, uns erstmal einfischen, mal ein bisschen überhaupt die Angelei kennenlernen. Und dafür sind wir jetzt nochmal hier in England zum Angelladen gefahren und wollen mal gucken, was die so im Sortiment haben. Und wir brauchen für Hai noch so richtig, richtig, richtig fette Stahlvorfächer. Da haben wir jetzt was zwar mit für Heilbutt, aber wir sind uns nicht sicher, ob die hier ausreichen. So, wir düsen rein. Okay. Hey, man. Ja, perfectly. Yeah. Oh, with a hook. Perfect.
Ja, gesponsert werden wir von Eisele. Wir haben richtig geile Routen, die Jigging Master, so richtig geile Rollen dabei, Vorfächer und so weiter. Aber hier vor Ort nochmal zu gucken, was die so fischen, ist auch wichtig. Ja, wir stöbern jetzt hier noch ein bisschen rum. Weiß. Schön bei, ja? Ja, ja. Ich habe noch einen Sticker abgestaubt. Thank you, guys. Bye. So, jetzt geht's zum Wasser und der kommt auf meine Box. Yeah, man! 120 Euro. Hi! Für so ein kleines Tütchen. So, jetzt haben wir unsere ganzen Routen eingepackt, die Köder, alles, was wir neu gekauft haben, sind am Wasser und haben gerade unser Boot, mit dem wir rausfahren, uns angeguckt. Ich zeige euch das mal. Sieht doch gut aus, oder? Was sagt ihr? Simon, ja? Oben die fetten Routen, damit geht's raus. Wird hier gerade nochmal beklebt. Ja, schon Wahnsinn. Basti ist schon mal am Einfischen. Ich bin gespannt. Jetzt fahren wir gleich raus. Also erstmal registrieren wir uns jetzt. Und dann fahren wir raus, damit wir uns mal ein bisschen einfischen. Vielleicht mal zwei, drei Fische rausholen, weil morgen geht's schon los. Ne? Also ist mal wieder so eine Geschichte. Wir haben eigentlich gar keinen Plan und geben unser Bestes. Es wird sich registriert. Alles ausgedruckt. Mal gucken. Und dann hoffen wir, dass wir nochmal raus können. Heute Abend ist nämlich noch eine Parade mit den ganzen Schiffen. Und vorher wollen wir gerne nochmal ein bisschen angeln gehen. Mal sehen, ob es zeitlich alles klappt. Läuft. Ja, very low. So, nächste Station. Wie heißt das, was wir jetzt holen? Das Measureboard. Ja, auf richtig. Englisch weiß ich nicht. Ja, es ist Measureboard auf Englisch. Los geht's. So, hallo. Hallo. Hi. Simon ist hier am Blitzen. Denn die Parade geht los. Endlich ist es soweit, die Boote machen sich startklar und ihr seht, wir sind jetzt gut ausgestattet. Schwimmweste natürlich an, neues T-Shirt habe ich gekriegt, angemeldet sind wir, es ist alles perfekt, morgen kann es losgehen und jetzt startet die Bootsparade und wir mittendrin, Wahnsinn. Jetzt haben wir wieder angelegt. Es ist mega organisiert. Ne? Ihr seht, es ist eine Riesenparade, gestern schon. Also was hier fürs Angeln gemacht wird, das findet man in Deutschland auch definitiv nicht. Und es ist einfach überwältigend. Also es ist wirklich wie eine ganz komplett andere Welt. Tja, leider fahren wir heute nicht wie geplant mehr raus. Bedeutet, erster Turniertag morgen, fischen wir also ohne Gewässerkenntnisse, ohne Ahnung, wie man die Fische drillt und ohne... null Ahnung. So starten wir morgen in Tag 1 und mal gucken, wie es läuft. Drückt uns ganz fest die Daumen, ich bin total aufgeregt. Aber mit den Routen von Eisele und den Jigging Master Rollen sollte das auch eigentlich kein Problem sein. Ja, mal schauen.